den Anlass, die Wundbilder Walter Raums in der Staatsbibliothek auszustellen, bildet bekanntlich das 100. Geburtsjahr Wolfgang Borcherts. Auf die Beziehung zwischen Walter Raum und Wolfgang Borchert werden wir in Kürze kommen. Es sei vorweggenommen, dass ohne den überzeugenden von Wilhelm Warning und Tobias Raum, den Sohn von Walter Raum, herausgebenden Band Wolfgang Borchert draußen vor der Tür und Walter Raum Wundbilder 2018 in den Edwin Kunsteditionen es wohl nicht zu der Ausstellung gekommen wäre. Wir werden uns zuerst mit der Biografie und mit dem Werdegang des Malers beschäftigen. Es folgt die Auseinandersetzung mit den Wundbildern, die dann auch in Beziehung zu Borchert gesetzt werden. Walter Raum studiert ja, wie Tobias Raum bereits erwähnt hat, in Ellingen, Nürnberg, Karlsruhe und München Malerei. Dort bleibt er als freischaffender Maler. 1958 sind seine Werke auf der 36. Biennale in Venedig, 1959 auf der 1. Biennale in Paris und danach auf der Watercolor Biennale in New York vertreten. Seitdem wird Raum regelmäßig zu Einzel- und Gruppenausstellungen im In- und Ausland eingeladen. 1963 heiratet er. 1965 kaufen die Eheleute ein Haus in Achmühle nahe dem Starnberger See, das auch das Atelier enthält. Dort entsteht in Entfernung zur Großstadt, aber nicht in völliger Abgeschiedenheit, das weitere Werk. Raum wird Mitglied des Deutschen Künstlerbundes und der Münchner Sezession. 1973 bis 1975 hat er auch einen Lehrauftrag an der LMU München. Die vielen einzelnen Gruppenausstellungen, in denen Werke Raums gezeigt werden, will ich hier nicht aufzählen. Ebenso nicht die Arbeiten in Museen und Galerien. Letztere finden sich vor allem in Süddeutschland. Auch die Preise will ich nicht im Einzelnen erwähnen, ausgenommen das Bundesverdienstkreuz am Bande 1996. Raum stirbt 2008. Eine Ausstellung will ich abschließend doch nennen, weil sie als Anregung für die Hiesige eine Rolle gespielt hat, die eindrucksvolle Ausstellung der Wundbilder in der Katholischen Akademie München vom 23.01.2019 bis zum 17.04.2019. Der frühe Erfolg des Malers erklärt sich daraus, dass er wie viele junge deutsche Maler nach dem Krieg dem informell sich zuwendet. Diese Kunstrichtung beinhaltet nicht eine spezifische Malweise, sondern sie ist ein Sammelbegriff für gegenstandslose, nicht geometrische, abstrakte Kunst. Ursprünglich im Nachkriegs-Paris entwickelt, als Gegenpol zur geometrischen Abstraktion, wird sie in Deutschland zusätzlich beeinflusst durch den sich in den USA entwickelten abstrakten Expressionismus, der den Ausdruck der emotionalen Befindlichkeit des Künstlers über die Perfektion der Darstellung setzt und bei abstrakter Malweise den psychischen Automatismus der Surrealisten übernimmt. Ein einflussreiches Beispiel bildet das Action Painting von Jackson Pollock. Deutsche Maler, die dem informell zugerechnet werden, sind zum Beispiel Hans Hartung und Wolfs. Ein bedeutender deutscher Anreger, der auch zum Vorbild wurde, ist Willy Baumeister. Das informell beinhaltete für die Maler, sicher auch für Raum, eine Gegenposition zur ideologisch geprägten gegenständlichen Kunst der Nazizeit. In Anknüpfung an die internationale Entwicklung überspringt das informell in Deutschland nach 1945 die Rückkehr zum gemäßigten Expressionismus, man denke etwa an Nolde, die bei der Mehrheit der Kunstinteressierten populär wird. Gegen die in der Nazizeit programmierte Orientierung am Volk grenzt sich eine künstlerische Elite ab, die Freiheit zur ästhetischen Innovation einfordert. Nicht zufällig erkennt die amerikanische Besatzungsmacht früh diese Möglichkeit zur Entnazifizierung der Fantasie und fördert sie direkt und indirekt als Ausdruck westlicher Freiheit gegenüber dem ideologisch geprägten Gebot des gegenständlichen Malens in der DDR. Walter Raum eignet sich die verschiedenen Techniken
der Art informell an. Zitat Walter Raum: Das informell war die Malerei meiner Zeit und ich wollte Maler meiner Zeit sein. Also habe ich mich zunächst daran orientiert, bis ich dachte, du musst näher zu dir kommen, als es die Zeitform des informell kann. Ein Grund zur Abgrenzung könnte die Neigung zum eher Dekorativen gewesen sein, zu dem ein Teil des deutschen Informellen neigt. Raum malt nach gegenständlichen Anfängen sehr schnell abstrakt. Die frühen Tafelbilder Raums, Gemälde auf festem Untergrund wie zum Beispiel Holz, bestehen aus erdigen Farben, Sand und textilen Materialien. Bildmaterial und Inhalt sind hier keine Gegensätze. Ein wichtiger Anreger Raums ist der spanische Maler Antoni Tàpies mit seinen Texturen aus Sand, Marmorstaub und Ton. Es folgen ab ca. 1965 bunte Leinwandarbeiten, die ungemischte Farbe, schwungvollen Pinselauftrag, zeichenartige Formen und gelegentlich auch Schrift enthalten. Amerikanische Maler wie Robert Rauschenberg mit seinem Combined Painting und der Nähe zur Pop Art und Jasper Johns mit seiner Verbindung von Neo-Dada, Pop Art und abstrakten Expressionismus werden zu Anregern. Wie Stegmeier nach den mir zugänglichen Abbildungen zu Recht kommentiert, deutet sich mit dem Erscheinen von Gegenständlichkeit im Bild eine neue Inhaltlichkeit an. So entstehen zum Beispiel Zeitungskollagen, wobei die oft nicht deutlich lesbaren Zeitungsinhalte und die malerischen Elemente in einem gegensätzlichen Bezug stehen. Dieser ist auf einer allgemeinen Ebene beschreibbar als Spannung zwischen der Innenwelt des Malers, die sich in Farben, Farbstrichen und Feldern und deren Anordnung ausdrückt, und der vergegenwärtigten Außenwelt auf den Zeitungsfetzen. Über das Abstrakt-Figurative und Farbige hinaus geht es also in den Bildern Raums immer auch um die Befindlichkeit des Malers, auch wenn diese sich oft nicht ganz genau festmachen lässt. In dieser Hinsicht bleibt Raum bei Intentionen, die sich bereits in informell und vor allem im abstrakten Expressionismus finden. Ein neues Medium im Werk Raums bilden neben den Tafelbildern seit Ende der 60er und in den 70er Jahren die Zeichnungen als eigenständige Arbeiten. Einen weiteren großen Bereich von Raums Kunst bilden Atelierbilder, die im Atelier von Ach Mühle entstanden. Das Atelier ist als Entstehungsraum des Gemäldes oft im Bild präsent. Nicht alle Bilder Raums sind Tafelbilder. Er malt auch auf Papier und Leinwand. Näher zu den Wundbildern kommt man dann ab den 80er Jahren bei den großen, eher abstrakten Bildzyklen, die jeweils auf ein abstraktes Thema verweisen, mit dem sich der Maler auseinandersetzt. Beispiele sind Ohnmacht und Behauptung des Malers von 1992, doch uns ist gegeben nach Hölderlin 1998, aber auch konkrete politisch-gesellschaftliche Anlässe wie 1991 Tage des Golf, Bilder, die sich auf den Golfkrieg beziehen. Wie ein im Vorwort zu dem Band von Warning und Tobias Raum zitierter Brief zeigt, war der Vater noch 1944 von dem direkten Fronteinsatz naiv hinsichtlich der Grausamkeit und Gefährdung, die er dann als Infanterist in den erbitterten Rückzugsgefechten erlebte. Nach dem Krieg wird Raum bewusst, in einen ungerechten, sinnlosen und grausamen Krieg geschickt worden zu sein. Entsprechende Abwehr jeglicher ideologischen Einvernahme, die sich aus der Erfahrung der Funktionalisierung durch die nationalsozialistische Herrschaft ergab, wendet sich Raum, wie viele seiner Generation, dem Existenzialismus zu, der nach 1945 von Karl Jaspers vertreten, vor allen Dingen aber durch Sartre, Jean-Paul Sartre, populär wird. In Distanz zu jeglicher Gemeinschaft erfährt sich der Einzelne als ein zufällig ins Leben geworfener. Nach Sartre muss sich das menschliche Sein diese seiner Existenz erst erschaffen, deren Ungewissheit führt zu einem grundlegenden Gefühl der Angst und des Verlassenseins, andererseits zum Zwang, sich immer wieder neu zu entwerfen. Letztlich kann das eigene kurze Sein nur von seinem Tode, von seinem Ende verstanden werden. Ziel Raums ist es,
dieses Zitat existenziellen Hintergründe sichtbar zu machen. Zitat: Eingeschlossen zwischen Geburt und Tod läuft unser Leben als eine Folge von Aktionen und schicksalhaften Ereignissen ab, auf die wir nur zum Teil Einfluss haben. Daraus resultieren Erfahrungen, Gedanken, Gefühle und Stimmungen. Diese vergegenwärtigen sich in den Bildern. Zitat: Die entstehen aus teils bewussten, teils unbewussten Aktionen. Köpfe, Hände, Schriftzeichen und andere Symbole sowie Zeitungsausschnitte vom Tag der Bilderentstehung und Bildelementen, von denen ich meine, dass sie meine Absicht sichtbar machen. Die genaue Bedeutung eines jeden Bildes über das vordergründig Dargestellte hinaus ist auch mir letztlich nicht bewusst. Die Bilder entstehen intuitiv mit teils unbewusstem Hintergrund, entsprechend einer zum Zeitpunkt des Entstehens in mir vorhandenen Grundstimmung. Eindrücke von Sinn und Hoffnungslosigkeit im Leben mögen diesen Hintergrund mitbestimmen. Vieles andere wird wirksam sein. Vielleicht sind meine Bilder auch nichts anderes als ein Zeichen des Ich Bin, als Behauptung im Leben. Daraus resultiert die Notwendigkeit, immer neue Bilder zu machen. Das Malen wird also zum Medium und Forum der Selbstbehauptung angesichts erfahrener Unsicherheit und Verletzbarkeit. Zitat: Raum. Was bedeuten die Zeichen, die Kreuze, die Kreise und Fragezeichen im Gesamtkonzept des Bilders, der mehr als hier leben Individuen? Sie sind alle bedroht vom Tod, von Entstellung und Entfremdung. Sie haben zum Leben fast keine Chance. Sie werden abgehakt, sind fertig. Wo liegt der Unterschied zu mir selbst, zu meiner eigenen Befindlichkeit? Ich sehe keinen mehr. Jetzt kommen wir zu den Wundbildern. Die entstehen ziemlich bald, nachdem Raum sich weitgehend von den Zeichnungen abgewandt hat im Jahr 1983. Es handelt sich nach Auskunft von Tobias Raum um über 100 Gemälde. Einige wenige sind zusätzlich ganz oder teilweise auf Zeitungspapier, die anderen nur auf Papier. 46 davon sind in dem erwähnten Band Borchardt Raum abgebildet. Unsere Ausstellung enthält natürlich wesentlich weniger, eine kleine Auswahl. Nicht alle sind in dem Band enthalten. Eine Besonderheit ist, dass Raum in den Wundbildern durchgängig Dispersionsfarben verwendet. Es handelt sich um Anstreichfarben, wie sie zum Beispiel für Wände benutzt werden. Wasser wird mit einem bindefähigen Lösungsmittel, zum Beispiel aus ölgewonnenem Kunstharz und Farbe gebenden Stoffen, vermischt und mit Pigmenten gebunden. Die verwendeten Stoffe und die genaue Zusammensetzung der Wandfarben ist heute sehr vielfältig. In der Kunst werden sie eher selten verwendet. Man bevorzugt, wie Raum meist auch, die stärker leuchtenden Acryl- oder Ölfarben, gelegentlich auch Gouache- und Aquarellfarben. Ob Raum die Dispersionsfarben wählt in Erinnerung an seine Zeit im Malergeschäft, beziehungsweise an die 40er und frühen 50er Jahre, muss offen bleiben. Die Bilder arbeiten sich an begrenzten Themen ab, nachdem sie auch benannt sind: Wunden, Wundberge, Torsi, Köpfe und Tote. Die Köpfe sind Darstellungen der menschlichen Körpermasse. Der Kopf ist meist weggelassen, manchmal auch die Beine. Ich beziehe mich jetzt auf die linke Seite der Ausstellung und auf das zweite Bild von hinten, nicht da drüben, ist da drüben. Der Betrachter sieht den Körper von vorn. Der Körper ist sitzend dargestellt, der rechte Arm hängt schlaff runter, der linke ist im Gelenk leicht gebeugt. Der Hals ist angedeutet. Durch die sitzende Haltung ragen die kräftigen Oberschenkel vorne ins Bild. Das allein verwendete Schwarz ist die wichtigste Leitfarbe des Zyklus. In Schwarze zu sehen, ist mit nächtlichem Sehen vergleichbar. Das Auge muss sich an das Dunkel gewöhnen, auch im Bild. Da es fast nur schwarz sieht,
muss es sehr genau hinsehen, um Nuancen in der Struktur zu erkennen. Indem der Betrachter sich auf Unsichtbares konzentriert und dennoch nach Details von Sichtbarem sucht, fragt er nach dem, was hinter dem Schwarz liegt, nach dem Wesentlichen des Bildes. Bei diesem Blick ist er zugleich auf sich selbst als betrachtendes Subjekt zurückbezogen. Was für den Betrachter gilt, gilt auch existenziell für den Maler Raum. Dieser vergegenwärtigt im Bild seinen seelischen Zustand. Der schwarze Körper ist umgeben von Flächen in Grau, die oben heller, unten dunkler sind. Auf der Höhe von Gesäß und Beinen ragen rechts schwarze Pinselstriche ins Grau. Dieses ist zusätzlich von Schraffuren und Ritzungen durchzogen. Wirkt die rechte Seite dadurch eher unruhig, ist die linke Seite durch eher flächigen Farbausdruck ruhiger. Der Körper ist keineswegs durchgängig schwarz, auch er ist teilweise durch Schraffuren geprägt. Zugleich ist das Schwarz nur teilweise flächig aufgetragen, zum Teil sind es Striche, zwischen denen das Grau des Hintergrundes leicht aufscheint. Der Körper ist gegenüber den Flächen links und rechts auch nicht immer klar abgegrenzt. Die Grenze wird von Pinselstrichen oder Schraffuren durchbrochen. Nehmen wir kurz das Bild daneben, rechts daneben dazu. Da dominiert ein helles Grau des Hintergrundes, das nur wenige schwarze Flecken enthält, die sich zu einem Körper ja fühlen. Der sitzende Körper mit beiden Armen und Halsansatz ist durch kräftige schwarze Striche angedeutet. Den Körpern in den beiden Bildern, wie in den Torsi, fehlt überhaupt das Organische. Als reale Körper erinnern sie den Betrachter kaum. Sie sind vorrangig Medien und Foren des imaginären Ausdrucks der den Künstler zu malen zwingenden Haltung. Es sind geschundene, zugerichtete Körper. Ihnen ist etwas angetan worden. Man kann die Körper im Wundbilderzyklus als Zielscheiben betrachten. Das Schwarz ist dann Teil einer Einheit, die beschossen oder zumindest aufgebrochen ist. Bitterkeit und Verzweiflung sind Gefühle, die sich angesichts dessen, was dem Körper angetan wurde, einstellen. Umgekehrt kann man argumentieren, dass sich das Schwarz gegen die Zerteilung und Verdichtung wehrt. Es kann auch als das verbleibende Lebendige gedeutet werden, freilich mit dieser Farbe ins kaum noch Wahrnehmbare verändert. Die Bilder, die Wunde genannt werden, vergegenwärtigen meist auch eine Körpermasse, die auf der Schwarz dominiert. Doch tritt zur Kennzeichnung der Wunde ein kräftiges, oft unvermischtes Rot hinzu. Dieses bildet die zweite Leitfarbe des Zyklus. Nehmen wir das Bild am Eingang gegenüber, und zwar von links gesehen das zweite, also ich stehe da ja direkt davor. Der Körper steht auf einem grau-schwarzen Grund, der durch eine schwarze Linie gegen den helleren Hintergrund abgegrenzt ist. Ob der Körper in den Untergrund, in die Erde versinkt oder auf ihr steht, bleibt offen. Zugleich hebt er sich schwarz von der helleren Umgebung ab. Doch enthält er auch einige hellere, meist graue Partien, Pinselstriche oder eine Kombination von Farbflecken. Etwa in der Mitte zieht sich mit Unterbrechungen das Rot von oben nach unten. Unten verschwindet es teilweise unter den grau-weißen Strichen bzw. Flecken. Die Assoziation Wunde stellt sich dem Betrachter aufgrund des Rots auch ohne den Bildtitel ein. Wenn man das Schwarz und Grau als Teil der Körpermasse ansieht, signalisiert das Rot Verletzung, rausquellendes Blut, letztlich einen Zustand tödlicher Gefährdung. Man kann das Bild aber auch umgekehrt lesen. Dann ist das Rot das letzte Lebendige, das von Grau und Schwarz, Todesfarben, umschlossen wird. Wie auch immer der Betrachter das Bild deutet, es drückt drohendes Verlassensein, Vernichtung und Sterben aus. Die Köpfe haben zum Gegenstand, was in den Torsi- und Wundbildern fehlt. Der Kopf mit Gesicht, Haaren und vor allem Gehirn. Bei dieser Darstellung fragt man sich, was er sieht
und oder reflektiert. Hier ist das Schwarz des Kopfes mit mehr oder weniger dichten Strichen auf ein dunkles Grau aufgetragen, das rechts unten auch als Fläche erscheint. In der oberen Mitte gibt es links und rechts zwei helle Flecken, die man als Augen deuten kann. Mund und Nase fehlen. In der Mitte findet sich ganz leicht nach links versetzt auf einer Linie, die von oben nach unten reicht, rote Flecken. Weil das Papier, auf dem das Schwarz gemalt ist, zerknüllt ist, entsteht der Eindruck, dass das Rot sozusagen hinter den beiden Kopfhälften ist, dass sozusagen der Blick in den Kopf hinein in das Rot stattfindet. Weiter unten befindet sich auf der gleichen Linie des Rotes bis zum Hals übermaltes Rot angedeutet. Der Hals ist sichtbar, ebenso schwarze Striche links und rechts, die wohl hängende Kopfhaare andeuten. Denkt dieser Kopf oder gehört er einem Toten? Das ist sehr schwer zu entscheiden. Verletzungen und zumindest Sterben sind durch die roten Flecken angedeutet. Umgekehrt kann auch hier das Rot als Ausdruck des letzten Lebendigen gesehen werden, das sich gegen die umschließende schwarze Masse, die so etwas vor ihm liegt, wehrt, aber möglicherweise erliegen wird. Weiter oben wurde schon festgestellt, dass Malen für Raum Selbstbehauptung bedeutet, angesichts erfahrener Verlassenheit und Verletzung. Diese begannen spätestens mit der Verwicklung ins Töten und in tödliche Bedrohungen in den Kriegsgefechten. Die Wundbilder reinszenieren existenziell Vernichtung, Tötung und Tod. Diese werden durch die Auseinandersetzung mit der Außenwelt erfahren, kommen aber auch als sich im Akt des Malens öffnende Traumata aus dem Inneren des Subjekts. Sie stören unser Alltagsbewusstsein, das Bedrohliches gerne verdrängt. Beruhigung, gar Erlösung, bietet diese Kunst nicht. Im sich der Konformität verweigern des Raums Malen engagierte Kunst, Zitat Raum, Kunst dient der Erkenntnis, nicht der Unterhaltung, der Verklärung oder dem Spiel, das Suchen nach dem eigenen Selbst ist der ewige, nie zu übersehende Weg, den wir gehen müssen. Wolfgang Borchers, zu dem muss ich ja nur noch kommen, ist 2 Jahre älter als Raum. Als er 1941 mit knapp 20 Jahren eingezogen wird, muss er seine erst vor zwei Monaten begonnene Tätigkeit als Schauspieler an der Landesbühne Osthannover in Lüneburg aufgeben. Nach der Ausbildung in Weimar kommt er im gleichen Jahr an die Ostfront. Im Vergleich mit dem besetzten Frankreich vor dem Rückzug ist dieser Einsatz weit gefährlicher. Doch im Gegensatz zum Eindruck, den Borchers Kriegsgeschichten und draußen vor der Tür erwecken, ist der Autor nur kurz an der Ostfront, ca. 5 Monate. Hinzu kommt noch für einige Tage sein Einsatz 1945 im Raum Frankfurt, bevor französische Truppen seine Einheit gefangen nehmen. Bekanntlich kann er vom Transport ins Gefangenenlager fliegen und durchquert zu Fuß das von den letzten Kriegsereignissen geprägte Westdeutschland, bis er einen Tag nach Kriegsende, am 9. Mai, seine Eltern nahe Hamburg an der Elbe trifft. Walter Raum ist 1945 zur gleichen Zeit und in der Nähe zu Borchert von der bevorstehenden Niederlage der deutschen Truppen betroffen. Er muss im Spessart, also nahe Frankfurt, als Verwundeter und Verfolgter bei einem Bauern aus dem Fenster springen und vor den Siegern fliehen. Ein Kniedurchschuss wie Beckmann in Draußen vor der Tür. Dieses Schicksal am Ende rückt Raum und Borchert nebeneinander. Die Kriegszeit ist für Borchert jedoch anders verlaufen als für Raum. Circa 14 Monate ist Borchert in Haft, meist in Gefängnissen. Grund sind 3 Prozesse. Im ersten Prozess Juni 1942 ging es um einen amputierten Mittelfinger. Es droht ihm die Todesstrafe, weil er sich damit selbst verstümmelt habe, um der Pflicht als Soldat zu entgehen. Dem überraschenden Freispruch folgt ein 2. Verfahren, in dem briefliche Äußerungen als, Zitat, Heimtücke, als Angriff auf Staat und Partei gewertet werden. Borchert wird zu 4 Monaten Gefängnis verurteilt, die in 6 Wochen verschärfte Haft- und Frontbewährung verändert werden.
Borchert ist von Mai bis Oktober 1942 in Untersuchungshaft in Nürnberg. November 1943 erzählt Borchert vor Kameraden in Jena politische Witze, parodiert Goebbels. Er wird denunziert, festgenommen und August 1944 wegen Zersetzung der Wehrkraft zu 9 Monaten Gefängnis verurteilt. Das den Krieg verlierende Deutsche Reich braucht aber zu diesem Zeitpunkt jeden. So wird Borchert Strafaufschub zwecks Frontbewährung gewährt. Und er wird dann sozusagen wieder in den Krieg geschickt. Außerdem ist Borchert lange Zeit in Haft, sei auch erwähnt. Zunächst in der Kaserne in Jena, dann Januar 1944 bis September in dem Wehrmachtsuntersuchungsgefängnis Berlin-Moabit. Übrigens lag das gegenüber dem Berliner Hauptbahnhof. Circa 10 Monate ist Borchert während des Krieges krank, aufgrund von Fieberanfällen, ausgelöst von einem Lebeleiden, das während des Krieges nicht erkannt wird und das er sich an der Ostfront geholt hat. Borchert will vor und nach Anfang des Krieges seine persönliche Freiheit, vor allem seine Berufung als Schauspieler, nicht dem Soldatsein opfern. Er findet die militärische Hierarchie und die Funktionierung des Einzelnen für den Kampf als ungewollte extreme Fremdbestimmung. Trotz der kurzen Zeit an der Front hatte die sich steigende Grausamkeit des Zweiten Weltkrieges erfahren, ganz besonders, als er bei den extremen schweren Kämpfen bei Torpetz als Melder ohne Waffe in vorderster Linie unterwegs ist. Er schreibt an Aline Bussmann von, Zitat, grauenhaften Tagen vor Weihnachten 1942, wo wir innerhalb von 4 Tagen 5 Kompaniechefs verloren haben und uns oft nachts gefragt haben, siehst du die Sonne morgen noch aufgehen? Fast gefeit, aber die helle Angst hat mich doch gepackt, wenn die erdbraunen Gestalten plötzlich mitten unter uns waren. Spiegeln sich Borcherts Fronterfahrungen in seinen Kriegsgeschichten, gehen seine Gefängniserfahrungen in den Gefängnisgeschichten ein. Den meist jungen, männlichen Hauptfiguren in den Heimkehrergeschichten sind die verstörenden Kriegserfahrungen noch sehr nah. In der damaligen Gesellschaft nach 1945, die aufs Überleben, die Befreiung von Kriegsschutz und Wiederaufbau ausgerichtet ist, sind diese Heimkehrer noch nicht angekommen. Schuldgefühle und Erfahrungen des Verlassenseins prägen sie. Zur Kommunikation sind sie nicht wirklich bereit. Auch nicht mit jungen Frauen, so sehr sie sich den Kontakt wünschen. Die im Krieg erworbene Leberkrankheit ist ab Ende 45 für Borchert ein wichtiger Antrieb, Autor zu werden. Schauspielen kommt nicht mehr in Frage. Und in den Geschichten kann Borchert seinen Lebenswunsch ausleben, für den es außerhalb zu diesem Zeitpunkt keine Möglichkeiten mehr gibt. Er verbleibt also im Krankenbett. Zitat: Im Übrigen ist es allerdings so, dass ich auf alle Literatur pfeifen würde, wenn ich gesund wäre. So aber wird die Tinte noch lange meinen Lebenssaft bleiben und das ist kein Vergnügen, sondern beinahe eine Qual, wenn man das ernst meint. Für die Gegenüberstellung von Borcherts Werk mit den Wundbildern Raums ist in dieser Ausstellung die Oberszene im Drama draußen vor der Tür ausgewählt worden. Die Vitrinen im Ausstellungsraum enthalten gescannte Seiten aus der Typoskriptvorlage für den Erstdruck des Dramas, sowie entsprechende Seiten aus den verschiedenen Übersetzungen. Mit dem Letzteren wird die enorme Verbreitung des Dramas und seiner Botschaft, die Erinnerung an die Unmenschlichkeit von Kriegen nicht zu vergessen und sich in neue Kriege nicht verwickeln zu lassen, weit über den deutschen Sprachraum hinaus belegt. Borchert will dem Oberst die Verantwortung für den Tod von 11 Kameraden zurück, Beckmann, die Hauptfigur, also in dem Drama draußen vor der Tür, will dem Oberst die Verantwortung für den Tod von 11 Kameraden zurückgeben, die bei einer von ihm auf Befehl des Oberst geführten Patrouille umgekommen sind. In seinem Traum vom Xylophon spielenden General aus Knochen weitet sich die Perspektive Beckmanns auf alle am Krieg Beteiligten aus. Er lässt die aus den Gräbern aufstehenden Kriegstoten gegen einen General aus Knochen rebellieren.
Er kommt wie Beckmann, der von ihm das Kommando übernehmen soll, gegen das, Zitat, furchtbare, unübersehbare Meer der Toten nicht an. Beckmann ist, das zeigt der Traum, Opfer und Täter zugleich. Er kann, wie auch die anderen am Krieg Beteiligten, seinen Anteil an Unmenschlichkeit und Vernichtung nicht auslöschen. Borcher blickt in Drama wie die meisten seiner Erzählungen auf den einfachen Soldaten. Gegen diejenigen, die den Krieg herbeigeführt haben und die meisten Befehle erteilen, grenzt sich der Autor scharf ab. Doch verweigert er den Untergebenen eine bequeme Entlastung durch die Berufung auf die Befehle von oben. Borchert hat keine andere Möglichkeit, sich mit seinen Kriegserfahrungen auseinanderzusetzen, als im Alter von 25, 26. Er stirbt am 20. November 47. Die bis heute andauernde Übersetzung mit dem deutschen Anteil am Zweiten Weltkrieg, mit dem Verbrechen am Dritten Reich und erst recht mit dem Holocaust setzt zu diesem Zeitpunkt gerade erst ein. Bewusst die Rolle als Vertreter der jungen Generation nach 45 einnehmend, wendet sich Borchert gegen jede Verdrängung von Krieg und Gewalt. Walter Raum ist 1983, als er die Wundbilder malt, bereits 60 Jahre alt. Sind Borcherts Auseinandersetzung und Darstellung von der Nähe zu den Ereignissen geprägt und von dem Drang, angesichts seiner sich verkürzenden Lebenszeit seine Erfahrungen herauszulassen, drücken sich in den Wundbildern mindestens 4 Jahrzehnte alte Traumatisierungen aus, die aufbrechen. Es kann Raum nicht unterstellt werden, sich vor 1983 nicht an seine Kriegszeit erinnert zu haben. Doch mit Gleichaltrigen, als er noch jung war, und später zum Beispiel mit Malerkollegen, konnte er nach eigener Aussage nicht darüber sprechen. 1983 werden die körperlichen und vor allen Dingen seelischen Auswirkungen der Kriegszeit plötzlich in den Bildern vollgegenwärtig. Dass es dazu kommt, kann an Zeitumständen liegen. 1983 ist das Jahr mit den größten Protesten der Friedensbewegung gegen den NATO-Doppelbeschuss, die Stationierung von Mittelstreckenraketen in Deutschland. Im November 1983 beschließt der Bundestag gegen große Proteste. Die Angst ist bei vielen groß, dass Deutschland zum Austragungsort eines Atomkriegs werden könnte. Walter Raum beginnt sich Mitte 1983 malend mit Krieg und Vernichtung zu befassen. Er engagiert sich für die BBK-Ausstellung Friedenszeichen Kriegsmale in München und Bayern. Bei Raum stehen wie bei der Mehrheit der beteiligten Maler Verletzung und Tod im Vordergrund, nicht unversehrtes Leben und Frieden. Mit den Wundbildern, deren Entstehung zum Zeitpunkt der Ausstellung beginnt, wendet er sich wohl auch gegen die aktuelle Kriegsgefahr, wenn er seine eigenen Traumata ans Licht und aufs Papier kommen lässt. Borcherts Werk ist Walter Raum vertraut. Seit 1956 besitzt er die dritte Auflage der Gesamtausgabe. Der Sohn erinnert sich, dass sein Vater ihm draußen vor der Tür zeigte mit der Aufforderung, lies das. Seinen Zyklus Ohnmacht des Malers von 1992 stellt Raum Borcherts kurzes Gedicht Ich möchte Leuchtturm sein voran. Es reflektiert den Anspruch des Autors, die Verletzungen und die Zukunftswünsche seiner Generation zu artikulieren und zugleich die lebende Erfahrung selbst eines Leuchtturms zu bedürfen. Bezieht man das Gedicht auf Borchert als Schreibenden, spielt es auf den nicht auflösbaren Gegensatz an zwischen der Notwendigkeit, nach dem vermeintlichen 0.45, also dem Kriegsende, zu reden und der Unmöglichkeit, die dem eigenen Anliegen angemessenen Worte zu finden. Denn die deutsche Sprache ist von den Nazis besetzt und verformt worden. Borcherts Experimente mit der Sprache, auch der Versuch, sie als Ausdruck der eigenen Generation an den Zwing anzunähern, der ja bekanntlich unter den Nazis verboten war, dienen der Suche nach Wahrheit, aus dem Bewusstsein heraus, diese möglicherweise doch immer wieder zu verfehlen. Zitat: Wer unter uns wer, ach, weiß einen Reim auf das Röcheln einer zerschossenen Lunge, einen Reim auf den Hinrichtungsschrei? Wer kennt das Versmaß, das Rhythmische für eine Vergewaltigung?
Wer weiß ein Versmaß für das Gebell der Maschinengewehre? Mit diesen Fragen Borcherts sind wir auch nahe bei Raum. 1983 sind allerdings die Techniken und Formen des Malers nicht mehr so ideologisch besetzt, wie Borchert die Schreibweisen vorfand. Aber die in Borcherts Gedicht ausgedrückte Spannung zwischen Anspruch und eigenen Möglichkeiten betrifft auch den Maler. Die Außenwelt von 1983 dringt auf ihn in seinem Atelier ein. Lange zurückliegende zerstörerische Erfahrungen kommen aus seiner Innenwelt hoch. Letztlich erfährt der Maler schon in den Wundbildern seine Ohnmacht. Das Leiden an der als Schicksal empfundenen äußeren und inneren Welt führt zu einer Bildsprache, die sich als Medium und Forum seelischer Zustände aus der Deformation von Figuren und Körpern heraus entwickelt. Dass die Wunden Körper, Torsi und Köpfe überziehendes Schwarz entzieht sie die Bilder für den Betrachter dem Leben. Bei aller Dunkelheit entwickeln die Bilder aber als Geformte auch einen Widerstand gegen Zerstörung. Im Immer wieder neu ein Bild entwerfen, in der Bilderfolge der Ausstellung zeigen sich auch eine Selbstbehauptung, eine lebendige Kraft, die sich auf den Betrachter überträgt. Die Wundbilder des 60-jährigen Malers sind allerdings pessimistischer als Borcherts Konfrontation mit erfahrenem Leid. Als weit jüngerer bekennt sich Borchert zwar zur Darstellung von Wahrheit, von Vernichtung und Tod, zugleich aber sucht er doch nach einer Menschlichkeit, die er diesen Erfahrungen entgegenhalten kann. Längst nicht alle seine Figuren lässt er dabei erfolgreich sein, doch spricht uns in vielen Texten Borcherts ein Hunger nach Leben an, den der 60-Jährige so nicht mehr empfinden kann. Zitat: Gestern und morgen, unser Leben liegt dazwischen. Kükenfederleicht, katastrophenträchtig, kostbar und kurz. Dagegen zum Abschluss ein Zitat von Walter Raum: Ob ich nach außen oder nach innen schaue, es ändert sich nichts. Überall das gleiche Bild. Überall die gleichen Fragwürdigkeiten. Zufrieden bin ich eigentlich nur beim Malen. Ich meine damit mehr den Akt des Malens als seine bildnerischen Konsequenzen, vor denen ich nicht selten ähnlich erschrecke wie der Betrachter.